Okay Leute, heute zeige ich euch, wie man eure Tastatur reinigt, die wirklich dreckig ist. Ich habe die Tasten bereits rausgebaut, aber ich habe jetzt zwei wieder reingebaut, um euch zu zeigen, wie man die rausholt. Also für den am Rand haben wir dieses kleine Ding hier. Nehmt einfach irgendein schmales Teil, was ihr so reinstecken könnt und dann so dreht. Einen Moment. Genau so. Das macht ihr dann eben halt hier einmal so rum, alle die am Rand sind, auch für die F-Tasten und für eure Gamer-Tasten, falls ihr welche habt. Also einfach alle, die einen Rand haben. Macht euch vorher noch ein Foto, denn es könnte sein, dass ihr keine Ahnung mehr habt, wo eure Tasten hingehören. Also Foto machen. Für den letzten, also für die in der Mitte, nehmen wir einfach unseren Daumen, schieben ihn darunter durch und drücken einfach mal fest. So. Ja, damit verfahrt ihr einfach, bis ihr alles so leer habt wie ich und dann gehen wir mal weiter. So, alle Tasten, die ihr rausgebaut habt, tut ihr dann auf so ein Tuch, sammelt die schön. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Wenn ihr eine Spülmaschine habt, könnt ihr aus diesem Handtuch einfach so einen Sack formen. Kann ich jetzt leider nicht mit einer Hand, aber es sieht ungefähr so aus. Und dann einfach in die Spülmaschine tun, dann werden die Tasten alle sauber. Ich hingegen gehöre leider zu den Unglücklichen und habe keine Spülmaschine und deswegen gibt es hier die zweite Option. Willkommen zu meiner kleinen Kochshow und meiner bescheidenen Küche, auch Dusche genannt. Ihr braucht für die Tastaturensuppe erstmal einen Eimer. Den füllt ihr mit Wasser. So, Wasser drin. Dann Seife. Ich habe meine Tasten bereits gereinigt, deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Und dann natürlich die Tasten, die gereinigt müssen, selber. Also alles rein. Da ist jetzt Seife und Wasser drin. Und die Tasten. So, dann rührt ihr alles um. Echte Köche brauchen keinen Löffel, sondern wir nehmen einfach die Hand. Rührt das um. Nehmt euch die Tasten. Reibt die schön ineinander. Und wenn ihr das habt, kippt ihr das Wasser wieder aus. Und tut normales Wasser ohne Seife rein, um die Tasten auch von der Seife zu befreien. Also die Tasten sind fertig gereinigt und ein bisschen nass, aber dafür sind die sauber. Ihr habt jetzt drei Möglichkeiten, um die Tasten trocken zu kriegen. Entweder ihr trocknet sie einfach mit dem Handtuch, nehmt euch einen Föhn oder lasst sie einfach so nochmal in der Sonne trocknen. Ja, kommen wir nun zur Tastatur. Also, wie kriege ich jetzt dieses schmutzige Ding sauber? Das Teil ist verklebt, es hat Krümel und es ist ein Elektrogerät. Aber es gibt doch etwas, was man dagegen tun kann. So, um die Krümel hier erstmal loszuwerden, brauchen wir einen Staubsauger. Da ist der gute. Und wir saugen erstmal die Krümel weg. So, die Krümel sind weg. Allerdings haben wir immer noch ein paar kleine Feinheiten bzw. alte Saftflecken oder was auch immer, die daran einfach kleben bleiben und sich nicht wegsaugen lassen. Okay, da das hier eine Gaming-Tastatur ist, gibt es keinerlei Möglichkeiten, dass Wasser hier reinkommt. Ich weiß, das Video ist leider etwas dunkel. So, vielleicht sieht man es besser. Also, da kommt kein Wasser rein. Ihr haltet das jetzt in der Dusche in so einer Waschbrettstellung und nehmt euch euren Duschkopf und macht hier dann alles mal schön so sauber. Geht meinetwegen mit den Fingern nochmal dazwischen und schrubbt das richtig weg. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Seife benutzen. Und bis gleich. So, also ich habe meine Tastatur bereits fertig gesäubert. Und das sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus als vorher. Okay, jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Teil. Und zwar, falls irgendwie Wasser reingekommen sein sollte, aus irgendeinem Grund auch immer, lasst die Tastatur dann trocknen. Denn sobald Strom fließt, könnte es zu einem Kurzschluss kommen. Lasst sie einfach über die Nacht trocknen oder was auch immer. Aber schließt sie nicht direkt sofort an Strom an. Denn wie gesagt, es könnte ein Kurzschluss entstehen und es ist ziemlich schade für ein teures Keyboard wie meins,
früher, dass es kaputt geht. Also lasst es auf jeden Fall trocknen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Tastaturen schon wieder einbauen. Das mache ich jetzt einfach mal, um euch zu zeigen, wie sauber die Tastatur geworden ist. Okay, also die Tasten sind bereits wieder sauber. So. Ich habe jetzt nicht alle eingebaut, aber man sieht, dass sie noch alle funktionieren. Klappt auf jeden Fall alles und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet damit was anfangen. Ciao.